Das ist das Problem. Wenn die Leiste da wenigstens... die macht überhaupt gar keinen Sinn. Was mich jetzt gerade am meisten wundert, warum ziehen meine Schläge ganz, ganz wenig? Das regt mich momentan ein bisschen auf. Ja, woher nimmt er einen? Wow, er war verwirrt. Na, vielleicht schaffen wir den Kampf doch diesmal. Heftig. Die Leiste ist einfach nur bescheuert. Kann man die nicht irgendwie ausschalten oder so? Also, wäre natürlich besser, ja. Kannst du gern machen, wenn du willst. Aber ich glaube, das bringt dir irgendwie nichts. Die Leiste ist einfach nur scheiße. Ja, ich lose jetzt ab, aber hey. Das ist ganz normal. So einer, sagte ich ja am Anfang schon. Sehr unfair geschmacht worden. Die Leiste oben ist absolut scheiße. Also ich weiß nicht, ob ihr es auch schon mitbekommen habt. Das ist die Leiste genau unter der Lebensleiste. Nicht die blaue, sondern die scheiß gelbe, wo L2 Fett dran stand. Das ist die Leiste, über die ich mich jetzt gerade permanent aufrege. Grund hierfür ist ganz klar, man kann nur viermal Usage des Tausches einsetzen, bis die sich dann nach einer bestimmten Zeit mal wieder auflädt. Wenn die leer ist, ja, dann hast du verkackt. Kann man sogar sagen. Klar, der Schwierigkeitsgrad ist auf Hardcore. Ist natürlich jetzt auf schwer. Ja, jetzt kann man hier wirklich warten, bis die Leiste da oben aufgeladen ist. Ich habe keine Ahnung, durch was die aufgeladen wird. Auf jeden Fall wird sie immer zeitgleich aufgeladen. Finde ich einfach nur scheiße. Die Leiste ist kacke, wirklich. Also, vielleicht werden wir das hier noch extra mehrmals im Projekt hören. Aber, ne, ich glaube, jeder Naruto-Spieler kann mir dazu stimmen, es ist scheiße. Ich meine, im dritten Teil wäre sie nicht drin gewesen. Klar, bei ihm ist alles voll und bei mir ist nichts voll. Erst jetzt kommt es. Endlich! Meine Güte!
Mama mia. Die Leiste ist einfach nur scheiße. Wirklich. Komplett kacke. Zweiter Okage freigeschaltet. Wow. Und irgendein Scheiß, den wir eh nicht brauchen werden.空が闇に包まれよう悲しみと怒りを含んだ空が互いに傷つき体に力が入らなくともその意識だけは相手に向けて長きにわたる二人の決着がついに Cool, ne, eine Sequenz jetzt. エロ仙人？いや、相変わらず傷の治りは早いようだの。え？ああ、うん。サスケはダメだったようだな。 修行？ああ、これからわしの弟子として3年間でお前を一人前に育て上げる。じゃあ、これでまたサスケを。ただな。サスケのことはもう忘れろ。サスケは己から進んでオロチマルのところへ行った。お前が何をしようとあいつは変わらん。 サスケは、あいつを連れ戻してやることは思ってんなら、やめとけ。そういうのは思い上がったバカのすることだ。エロ仙人には何でもねえかもしんねえけど、俺にとってあいつは友達なんだよ。友達が仲間を傷つけるのか。今のお前のそのありさまを見てみろ。これは遅かれ早かれこうなる運命だったんだ。もう苦しむな。忘れて切り捨てろ。 術や力だけじゃない。忍びなら正しい判断や選択をする目を養え。忍びとして生きるならもっと賢くなれ。バカのままじゃこの世界生きづらいのが現実だ。分かったよ。賢いってのがそういうことなら俺は一生バカでいい。一人でも もっとすげえ術編み出して、サスケは絶対助ける。お前みたいなのが一人でやってもどうせくだらんエロ忍術を思いつくくらいが関の山だの。
バカはバカでも大バカだったらなんとかなるかもな。退院したら覚悟しとけろ、この大バカもんが。じゃあの。わっ！今日立つのか。うん。そうか。少し長旅になりそうだな。うん。そろそろ行くぞ、ナルト。おう！じゃあ、行ってくるってばよ、イルカ先生。ラーメン代は出世払いね。たく。頑張れよ、ナルト。見ててくれ。Die Zwischensequenzen sind einfach nur genial. Die Geschichte von Zabuza, Momoshi und Haku wurde freigeschaltet. Wow. Geschichte des jungen Naruto abgeschlossen. Ja, ist ja klar, dass wir die Trophäe bekommen haben. Ja, damit haben wir die allererste Geschichte abgeschlossen. Story-Modus, neue Geschichte hinzufügen. Eine neue Geschichte wurde für die Auswahl freigeschaltet. Wenn du im Story-Modus eine Geschichte abschließt, wird eine neue zur Auswahl freigeschaltet. Du solltest so viele Geschichten wie möglich spielen, die du bis jetzt noch nicht erlebt hast. Nee, ist klar. Steht ja auch fett fertig dran. Ich denke, wir machen hier jetzt mit der Geschichte von Zabuza und Haku weiter. Die müsste nicht allzu lange sein, deswegen. この霧の中で俺を倒そうなんざ甘いんだよ。こいつ、この俺が後ろを取られるとはな。ザブザ、お前は俺に勝てないよ。どの口がほざいてやがる。勝てねえのはお前たちの方だ。お前も分かっているんじゃないか。あのガキたちじゃハクの相手は荷が重すぎるってな。奴らには人を殺す覚悟はない。だがハクは違う。小さい頃から俺が徹底的にファイティングスキルズを叩き込んだ。血経限界という恐るべき機能を持った戦闘機械だ。忍びに感情は不要。必要なものは力のみ。貴様にもあのガキどもにもないものだ。お前はどうした。せっかく俺の背中を取ったんだ。かかってこいよ。まさか今さらおじけづいたってのか。なら俺の方から行かせてもらうぜ。いい反応だ。それくらいはやってもらわねえとな。忍びに感情は不要か。だがザブさん、お前ほどの男なら分かっているはずだ。たとえ忍びだとしても感情をなくし、機械として生きることはできないだ。お前もあの少年も人間なんだ。Also ernsthaft, die